So, jetzt brauchen wir die Controller alle. Ja, welche nehmen wir? Die beiden Xbox auf jeden Fall. Also ich habe welche dabei, aber das war ja so ein Problem mit dem. Können wir noch probieren sonst? Müssen wir wahrscheinlich Nicht probieren. vier Controller. Weil sonst haben wir, glaube ich, keine Xbox-Controller mehr. Einen wollte raus, sondern mit dem. Der ja nicht gesund. Ey, das war das Geilste. Ich habe ja diesen nachgemachten Switch Pro Controller. Und der ist auch gut, also der fühlt sich jetzt gut ein, meine ich. Aber der hat ein kleineres Kabel als der normale Switch Pro Controller. Einer kann doch sonst mit Tastatur spielen. Könnte ich auch machen. Hier. Der sieht das stylisch aus. Ja, der ist noch Papier drin. Ist ja gerade erst aufgemacht. Den kannst du abmachen, das Papier. Können wir mal probieren. Ich meine, der hat auch einen Pro-Controller sonst. Gucken, ob's geht. Würde ich sagen, dass ich allein schon den Gedanken, alle Spiele mit Controller und ich mit Tastatur abschreckend finde. Ich kann aber auch gestern Abend. Ja, das Spiel ist nicht so gut mit Tastatur, oder? Weiß nicht. Doch, denke ich schon. Geht einigermaßen, ja, zur Not halt. Können wir erstmal probieren. Ja, das muss der Renasten dran ist. Oder hast du Bluetooth dran? Nee. Ich habe Bluetooth-Adapter sonst noch mit. Ich meine, wir können erstmal probieren. Kannst du deinen Pro-Controller nochmal holen? Können wir auch nochmal probieren? Hab ich hier. Achso, den, ja, oder den. Wenn der generell bei mir ging. Lässt du mir uns ab oder was? Geht denn nur mit vier Leuten, oder? Zu viert kannst du ja. Ich würde kurz erstmal aussetzen haben, oder? Nein, jedenfalls erst mal Hintergrund erst ein paar legen. Minuten oder so. Den Hintergrund legen und schlafen erst mal. Dann nehme ich mir einfach mal den noch. Controller nochmal, den wir probieren wenigstens. Hast du den jetzt erkannt? Ich muss im Spieler gucken, er hat den so erkannt. Mal das Systemsteuerung. Nehmen wir doch N64 Controller. Geht gerade nicht, oder? Das klingt doch wie eine tolle Idee, oder? Was für ein Controller? N64. Oh, ja. Du willst anschießen. Ohne Scheiß, normalerweise geht das mit der Suche. Ich hab's gestern sogar gemacht einmal. Dass ich einfach so suche. Aber wie kannst du da auch ein Suchfeld haben? Dass du da was ja, du weißt nicht, warum ich das nicht hab. Ich hab bei mir auch. Ja, ich guck da mal im Spiel. Dein Pro-Controller nochmal selber. Der ging ja auf jeden Fall bei den anderen Spielen. Leuchtet er gleich wieder. Ja, ich muss das Kabel finden. Ich habe noch ein Kabel. Du hast den, der leuchtet. Nee, hier steht. Der hat den, der leuchtet. Ja. Seiner leuchtet die ganze. Deiner leuchtet, ne? Nee, sehr gerade die Erleuchtung. Ja, ich freue mich schon. Leuchtet der immer noch? Nee, ich weiß ja jetzt, noch wie man es ausmachen kann. Ach so, du weißt jetzt nicht, leuchtet er, aber weiß er. Jetzt leuchtet er. Ich starte einfach mal, gucken, was geht und was nicht. Ist auf hier dran, ja. Was? Also vier dran? Vier habe ich dran, ja. Xbox die beiden und zwei Pro-Controller. Ja, können wir gucken, ob ihr da spielen wollt, vielleicht besser, ne? Ist der Lag nie, ne? Nein. Ich habe auch nicht festgestellt, aber von da konnte ich auch nicht. Also ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe auch GTA auch schon darüber gespielt, also. Mal zum Testen, ob Lag ist halt. Ups, was ist das? Das ist Ladekabel fürs Laptop. Yeah, voll meine Furries. Der geht. Der geht. Einer geht von euch auch noch. Einer geht. Der geht. Nö, der passt. Der geht nicht. Nichts. Also, da haben wir schon mal drei. Das den ist schon mal kannst gut. Du vielleicht hier noch in Steam einstellen mit diesen. Ja, ist ja. Kann ich nochmal probieren. Big Picture. Machen wir Shift Tab. Controller-Einstellung, Konfiguration. Aber hatten wir das nicht schon gemacht? Weil das ist ja ein anderer, oder? Ja, wir hatten es ja schon mal gemacht. Achso. Das hier? Nee. Nee, ist was anderes eigentlich. Das hier. Hä? Geht ja nicht. Machen wir das Controller hat einen, also das werden wir wissen. Ach, geht. Der geht. Immer noch, der geht immer noch. Das muss man vielleicht normal über Steam, diesen Big Picture Modus, was wir mal offen hatten. Hattet ihr den noch? Geht das jetzt direkt im Spiel? Du mach mal hier oben Datei. Warte. Links Datei. Ist das jetzt schon geöffnet? Nee, ne? Ja. Wo hier? Ach so. Datei. Mach mal Einstellung. Schön, dass die Maus die ganze Zeit am Bild ist. Oder? Ich glaube, das. Oh,
Allgemeineinstellungen. Ja, das erste. Gibt es auch hier, ja. Wer ist der jetzt an? Musst du unten da gucken, was er da überhaupt hat. Unregistrierter Xbox One Controller, unregistrierter Xbox 360 Controller, nochmal unregistrierter und Xbox 360 Switch Pro Controller steht da. Ja, der steht ja da. Zelda-Docs. Was heißt identifizieren? Ja, müsste vielleicht mal oder irgendwas machen, aber macht ja nichts. Steam Controller ist es nicht. Mach mal für den Switch Controller, der ist ja oft. Mach mal Xbox für den rein. Ist das nicht allgemein? So allgemein die Einstellung da oben. Das hat doch nichts damit zu tun. Oder wo kann ich das ändern? Hier oder was? Nee. Das ist doch glaube ich gerade falsche Folge. Hier oder was? Ja, kannst du nur den Namen. Da kann ich ja nichts anstellen. Auch kannst du da die Controllerbeleuchtung. Mach die mal auf den Lungen. Gucken mal, ob dann das Licht ausgeht. Ja, jetzt können wir auch bestätigen. Ja. Bleib dann. Ja, ich kann auch mit Tastatur spielen oder so. Oder wer will. Würde ich sagen. Oder muss das auch auf deinen Account registriert sein? Nee, das hat ja schon mal funktioniert mit Celeste. Ja. Das wir gemacht hatten. Da hatten wir auch mal meinen, glaube ich, gespielt. Ja. Vielleicht unterstützt das Spiel das einfach nicht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mit Tastatur spielen. Und den einen von mir hast du probiert? Der geht ja. Oder? Der geht, der hier geht. Achso. Deswegen ist er schon reicht eigentlich schon. Der geht. Der geht. Der hier gedacht. Gut, dann muss ich noch hier hinsetzen, glaube ich. Weil der Controller halt echt. Ist das nicht das gleiche Kabel? Ja, das geht wahrscheinlich, ja. Guck mal. Gib mal das Kabel her von dem. Du kannst mal nochmal den probieren, aber der hat ja das. Das ist nicht das gleiche Kabel. Ne? Oder? Doch. Was soll jetzt noch passiert? Da ist der total gesponnen, der hat alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Wup, wup. Obwohl der nicht kaputt ist bei mir. Ja, da geht jetzt. Mit dem, ich habe das Kabel von selber genommen. So. Willst du den nochmal probieren? Können wir ja machen. Also können wir, müssen wir eigentlich so direkt reinstecken können. Gib mal was. Könnt ihr probieren. Nicht, dass ihr wieder alles drückt. Probieren wir. Drück mal was, links, rechts. Oh, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde spät. Oh nee. Geil. Mag er nicht. Ich ja, dann musst du wieder neu starten, oder? Noch rechtzeitig mitkriegen. Okay, scheiß auf Casual, wir runnen das jetzt. Blind Race. Das ist eh die Demonstration quasi noch. Ich hab's mal gar nicht durch in der Zeit. Okay. Man sollte meinen, nach irgendwie 8 Jahren habt ihr gelernt, im Jahr Zeit für Setups einzuplanen, weil sowieso alles schief geht. Also 3 gehen. Ja, da geht's. Reicht ja. Nein, ist offen. So, Play. So, was haben wir, glaube ich, alles eingestellt? Nehmen wir die Xbox hier? Ja, zu nehmen. Offline. Jetzt muss jeder irgendwie ein Spiel schauen. Warte, welche können wir denn löschen? Hier, diese 4 unteren 4 können wir am besten einfach nehmen. Haben wir neue Spielstände? Kann man sie auch noch benennen? Mit Start können wir das machen. Der ist weniger. Ich nehme den. Passt das? Wir können es ja abwechseln. Brötigness. Ich lösche hier was, ne? Alles klar, dann wechseln wir uns ab. Ja, die unteren 4 könnt ihr alle nehmen, ja. Ich habe einfach den letzten genommen. Ja, ich wollte lila oder den Sniper spielen, wenn es okay ist. Mir ist es egal. Den darf man jetzt nehmen von den Slots. Ich bin hier. Der ist lila. Den kannst du. Bist du ein Filter? Ja. Dann den No Phone Call, denke ich mal. Den kannst du löschen. Wie löscht man sie? Mit Select. Ich finde, der sieht aus wie ich, den soll ich nehmen. Wer? Hey. Der da. Sieht mir ähnlich, oder? Der Fighter? Mhm. Da sind alles Frauen. Oh, sieht mir nicht ähnlich. Ach, die hat meine Haare. Sniper. Sniper ist das Beste. Warte. Ich cosplay. Sniper oder Schild? Cosplay. Mir ist es egal. I'm an Engineer. Cosplay jetzt Sniper. Du siehst nichts mehr. Ja, genau. Darum geht es nicht. Da fehlt die Zigarette. Das ist ein Lolli. Für mich sieht das aus wie eine Zigarette. Ja, sieht so aus. Weiß nicht, ich finde, ich mir kann ist egal. Kann man die Charaktere auch doppelt belegen? Nein, hier geht nur jeder einmal. Wieso? Also es gibt hier absolut keine. Das sind 2 Melee-Attacken. Hier, das ist also ein Tank mit einem dicken, fetten Schild. Ein Tank mit einem dicken, fetten Hammer. Sniper. Ist halt Sniper.
Und ja, Engineer hat schon irgendwer. Das ist Knarre und Short Range Waffen halt quasi. Okay. Die spielen sie alle relativ unterschiedlich sogar. In beiden Tanks wahrscheinlich relativ ähnlich, aber. Nee, weil der Fighter ist auf Counter ausgelegt und ja, genau. Der. Macht der Timer. Fail to load save state 8. Oh. Mach mal kurz ein Ei. Deswegen. Jetzt kommen die Barrieren. Das ist immer, wenn einer grün ist, dann muss der Grüne den machen. Wenn einer blau ist, muss der Blaue ihn machen. Zumindest die Barriere erstmal runterkloppen. Dann, danach sind sie dann für alle. Aber ich bin gelb. Zeitlupe. Ja, das kann ich, meine Fähigkeit. Ich misse die ganze Zeit meine Counter. Oh Gott. Aufregung. Der erste stärkere Gegner, aber jetzt, das ist jetzt das weiße Schild, da ist er unbesiegbar, da muss, kann man nichts machen, außer okay. Zu dodgen. Das Spiel ist auch nicht gerade übersichtlich, oder? Ich bin jetzt down, einer muss mich retten. Wie? Einer muss hingehen und den Knopf steht dann, der Knopf steht dann. Ihr müsst jetzt versuchen, wenn einer RT da unten ist, auf jeden Fall selber down zu gehen. RT gedrückt hat, muss ich 100% hoch. Dann geht dieser Prozent hoch, ja, genau. Oh, ich bin so doof. Nee, das war das war ich gar nicht. Der Boss ist auch fast down. Ja, man ist auf jeden Fall unübersichtlich, aber so mehr man das spielt, kommt man immer mehr klar. Es geht wirklich durch die ganzen Farben und sowas, kann man dann nicht ganz gut erkennen. Farblich gut dargestellt. Aber zu vier Player ist natürlich nochmal was anderes, muss man sagen. Ne? Okay. Wenn wir so eins alleine oder zwei gespielt haben, dann ist es natürlich gespielt. Ich dachte gerade, der Sniper dabbt. Das ist unsere Base. Das funktioniert so ähnlich wie bei Borderlands, wo man sich auch zwischendurch immer so Upgrades holen kann. Ah. Immer was Neues. Ich krieg das jetzt auch mal weg. Trophäen, das ist nur so allgemein in meiner Progress. Und das ist zum Beispiel hier oben, da kann jeder ranklicken mit AT und da könnt ihr euch Upgrades machen. Am Anfang gibt es nur ein Upgrade, später hast du viele Optionen. Sven, was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen, Sven? Gar nichts. Im Speedrun wartet man bis Ende von Welt 1, wenn man was holt. Okay. Aber wenn man dann irgendwann was freischaltet, dass die ein bisschen billiger sind. So weit spielen wir eh nicht. Nein, nein. Holt euch Sachen. Vor allem ist es Welt 1 aber auch relativ schwer. Ja. Dann. Ja, im Speedrun wissen die ja genau, was sie machen. Halt. Ups, Entschuldigung. Nein. Mario Fan sagt, dass der Stream abgestürzt ist. Guck mal ab. Ja. Nee, er schaltet nur kurz. Also ist er wahrscheinlich wieder da. Okay, dann ist er gut. Ja, haben wir alles gemacht oder haben wir noch mehr upgraden? Dann ja, schon. Können wir hier weitermachen. Ohne die Hose, das muss hier X-Ness machen. Du meinst Rutsch X-Ness. Rutsch X-Ness. Das ist ein Overmap, da gibt es überhaupt keine Geheimnisse. Überhaupt nicht. Kappa.
Das ist genial, du spielst das ganze Spiel durch und wenn du dann merkst, dass du 100% machen willst, ist es nochmal. Dann spielst du quasi irgendwie. Dann suchst du nur Geheimnisse, die überall versteckt sind. So richtig kryptische Nachrichten und sowas, was da richtig. Musst du aus dem Spiel rausgehen teilweise für. Was? Richtig ganz komische Rätsel. Du musst den Trailer angucken und so weiter vom Spiel. Richtig komische Rätsel, aber die sind richtig gut gemacht und die kann man auch selber rausfinden. Bei sowas habe ich immer, also so bei so Sachen außerhalb des Spiels, habe ich immer das Problem, was, wenn das dann außerhalb des Spiels irgendwie nicht mehr ist. Nee, der Trailer ist auch im Spiel verbaut. Okay. Also du kannst den. Musst du Demo laufen lassen und so, ja. Quatsch halt was. Oder sind dann Hinweise. Aber ich meine, du kannst natürlich mittlerweile heutzutage alles nachgucken, aber das, du kannst es sogar auf Wikipedia gehen oder ich meine auf YouTube gehen und sagen, du. Ja, bei Thimbleweed Park ist das halt auch, das ist ein von der Click Adventure eben und. Das letzte Rätsel lässt sich nur lösen, wenn man den Kickstarter-Trailer gesehen hat, wow. Weil da halt irgendeine. Ja, weil da eine scheinbar sinnlose Aktion miteinander ausgeführt wird. Zwei Items, die du halt nie miteinander in Verbindung bringen würdest. Aber wir haben auf jeden Fall versucht, alles rauszukriegen. Das ist zum Beispiel ein anderer Weg, da könnte man ein Item holen, aber rechts wird es, glaube ich, weitergehen. Na, weiter. Also, wir haben einiges nachgeguckt. Ja, das ist eh ein Item für einen Charakter halt dann. Es gibt halt verschiedene Riffles, verschiedene Hammer. Und alle Attacken, die wir uns bis verschiedene Versionen folgen. Wow. Na, rot ist hier am Einsatz. Das ist Link X nicht. 1 und Nummer 2. Nein, geht's nicht. Oh. Jetzt sind so eine Musikbarriere. Das geht echt, es gibt kaum Leck auf dem Fernseher hier. Ja, nee. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Das außer bei der Switch. Das geht halt gar nicht. Was bei der Switch? Mit Leck ja, auf dem Fernseher. Ja, da sieht ja so, Pfeile ist immer dahin, wo die wen angreifen. Das ist quasi so eine Ansage okay. Von denen. Wenn du das Spiel im Singleplayer spielst, dann spielst du quasi auf zwei Charaktere. Ja. Und kannst permanent zwischen hin und her wechseln. Ist halt sogar interessant im Singleplayer gemacht, weil meistens hast du solche Spiele, die dann nur mindestens zum Zweitspieler machen musst oder sowas. Aber das Singleplayer ist halt auch echt interessant. Ich mag den Sprung, der ist lustig. Ja, den Hammer-Typ habe ich auch ganz so allein gespielt. Ich glaube, Purple Main. Das Countdown macht nachher so Spaß, wenn man raus hat, wann der spannendes Timing dafür ist. Und gibt ja noch andere Counter-Moves und sowas. Ja, kannst halt auch einen Counter einsetzen, der richtig lange geht, aber dafür dann auch lange failt. Ja, ich bin tot. Geld. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal benutzt, oder? Zelda, hast du schon mal gemacht? Keine Ahnung, was soll das jetzt sein? Ist das der Ruf oder? Secondary ist halt eine stärkere Attacke oder eine andere Attacke? Ich hab schon alle Tasten mal irgendwie gedrückt. Also ich weiß jetzt aber nicht, was rot, das ist. Rot, also weh. Bist du Schaut, ja, oder? Bist du Angie oder bist du Tank? Tank. Ja. Das ist der Schild, genau. Der relativ wenig spielt. Ja, und diese ganzen Fähigkeiten am besten mal benutzen, wenn der Cooldown weg ist. Vor allem so kämpfen und so länger. Ja, und Boss ist halt dann manchmal taktisch einsetzen. Okay. Oben ist übrigens immer der Name vom Gegner. Sven, wie heißen die? Steht doch da. Ja, ich kann das nicht so schnell lesen. Blub, 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 Snip Squad.
Abkürzung. Das ist halt echt nochmal mit diesen viele mit den Schildern. Ich muss jetzt eigentlich diese hinten platt machen. Was die eigentlich machen, ja. Sonst können ja die anderen Leute nichts machen. Jedenfalls das Schild wegmachen, ja. Ja, ich hab's weggemacht von einem. Den auch. Zumindest bin ich mit einem Schuss weg. Der Sniper ist halt gut. Nein, geht das. Ja, meins auch. Ich glaub, dann ist halt noch oben links. Was? Jetzt geht's wieder. Das war das, was vorhin auch war. Nee, es geht nicht. Ich bin jetzt irgendwelcher. Ich bin ein anderer. Ich bin jetzt der Orangener. Ja, ist egal, oder? Das geht. Kann man das irgendwie nehmen? Muss man denn jetzt machen? Weiß ich nicht, ich bin jetzt orange. Also keine Ahnung, was der jetzt kann, aber. Sniper. Wir lassen tauschen. Ja, genau. Fast Controller tausch. Warte. Jetzt bin ich wieder der Dave. Das ist, weil die alles als selbe Gamepad identifiziert ist. Das ist so mit Xbox 30 alles. Oh, kaputt. Danke. Das kann ich nicht aufnehmen. Was war das? Okay. Kann man das hier reinstellen? Geld! Depp schon wieder. Warte mal, mach mal auch mal das Kabel einmal. Ach, warte. Ich geht das noch ein paar Mal hinterher. Das ist das Beste, oder? Dum, dum, dum. Und dann auf einmal war der Spieler 1 und der andere dann Spieler 3. Das erste. Das ist nicht ganz gut, dass du dazu haben. Ich glaube. Nein. Es müsste auch 16 zu 9 sein, meine ich. Oder Pritsch hatten wir es auch 16 zu 9 oder war es 4 zu 3? Nein, das war 16 zu 9. Ja. Das ist 1 zu. Alles. Ach so, war der Timing of the Dead. Ich, das ist 16 zu 9, meine ich. Fullscreen, ja. Okay. Wir können das ja nur Fullscreen spielen, also. Das geht ja nicht anders. War doch so. Ey, die alten Spiele haben doch alle nur. Das hat nicht mal Einstellung, das hat ja nicht mal Audio-Einstellung. Soundtest, aber keine Audio-Einstellung. Eventuell kann man das mit so einem Drittanbieterprogramm überbrücken, ja, aber das ist jetzt ja eingestellt. Ich muss halt generell den PC leiser stellen, damit es im Stream nicht komplett laut ist. Habt ihr selber zu wenig gewinnen lassen? Ich guck immer so. Das ist meine Lebenseinstellung. Ja, Fritz ist da. Hallo Fritz. Was war das, wo du gestern irgendwann sehr, sehr traurig warst? War ich denn traurig? Immer. Immer, ja. Ich glaube Mario. Wann war ich denn nicht traurig, was? Ich glaube Mario Kart war das. Da warst du irgendwann, wurdest du irgendwann sehr fertig. Nee, Mario Party war nur ich pisst. Kannst auch Skip drücken. Weil, das ist nur eine Story-Szene hier, glaube ich. Weil jemand alles in den Arsch geschoben bekommen hat. Da ist ein Item? Ja, da muss auch schießen. Ich? Ein Sniper, aber da wo der Pfeil ist. Hier ist der Pfeil. Aber der Pfeil ist. Wo ich stehe. Ach, da ist der Pfeil. Mit dem Hartenschuss, ne? Ne, ich glaube mal egal, muss da auch ein Schatztor, ich muss da treffen. Alter, wo du, musst auch zählen, wo der Pfeil hin steht. Guck mal hier, der Pfeil geht hier so schräg hoch. Ja, stell dich doch einfach hier hin. Genau. Ja. Oder? Ne, Hartenschuss wahrscheinlich, ne? Ist gut, muss noch was treffen. Da oben auf so ein Ding. Da ist es doch, man sieht es doch ganz klein, in leicht. In der Wolken. Links, 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 links. Ach, da doch, sieht man es. Ja, guck mal, da wo jetzt die Maus ist. Achte da mal drauf. Da? Ja, stimmt, okay. Da ist so ein Ding. Hab ich doch getroffen eigentlich? Ja, fast. Eigentlich schon. Ah, ja, das war der harte Schuss, das war der harte Schuss. Ist egal, glaube ich. Gute will. Die ist gut, ne? Der ist die beste. Ja, okay. Glaube ich, ja. Also nimmt man auf jeden Fall im Speedrun. Ja, so sind die Items versteckt, ne? Von jedem Charakter halt irgendwo. Okay. Geld! Das geht noch. Das ist, glaube ich, die schnellste Sniper. Ja, die ist gut. Warum benutzt man die denn im Speedrun, wenn sie so schnell ist? Da hätte ich sogar nicht gedacht. Also es gibt eine, die ist richtig langsam, aber es gibt quasi einen Trick mit einem Hookshot, dass man die Waffe schießt und dann kannst du einen Hookshot gegen die Wand zielen und dann hast du instant nachgeladen. Ja, das ist halt auch ganz gut, aber
Ja, ist egal, was ihr macht. Ja. Das ist ein Bonus-Level, aber ist eigentlich wirklich egal. Reven will nicht. Reven müde. Trinken. Reven müde, Reven schlafen. Und mich hab ich eigentlich als einziger so einen Kreis um mich. Hat er auch was gefunden? Ramshout. Bullets mit wegbrüllen. Ja, das war ganz nice, oder? Blank quasi. Trap. Oh. Mensch. Ja, bist du eine Trap? Oh, oh shit! Hier nur Dodging, glaube ich, ja. Wenn du countern kannst, ist es hier super. Weil du kannst die Bullets countern. Für iframes. Gibt's den Safe-Spot? Du kannst den Counter auch chainen. Die ziehen auf bestimmte Charaktere. Okay. Die ziehen immer auf irgendwen, auf dem Random. Oh. Ah, ja. Wow. Die machen halt viel Schaden. Das hat mich voll rausgebracht, dass das, Das ist aber mein da besser nicht retzen wahrscheinlich. Außer hat einer 100% sowieso. Ja, es werden zu viel auf einmal. Es werden ja auch immer mehr. Ist halt auch optional. Kriegst we tried! Ein Waffending. Ja, nein. Brauchst du nicht? Nein, wir können normal so machen. Jetzt hat deine Waffe aus. Ja, da musst du mal, glaube ich, Mastery auswählen, ne? Warum kann ich. Ist das hier nur für den Host? Ich kann nichts machen. Ja, genau, weil der Host kann dann mal kurz an den Schrank gehen und alles aktivieren. Ja. Jetzt haben wir auch mehr Sachen, ja. Können wir hier Equipment ändern, wenn wir was haben, theoretisch. Ich glaube, eine Sache hat man standardmäßig, die man hat. Muss man halt frei kaufen, wenn ihr Geld habt. Das heißt, ein anderer Hammerbest bei der Lehrling. Hab auch mal irgendwas gekauft. Mal gucken, was ist. Was ist denn das andere Wurfding? Mal gucken, was hier macht. Okay. Das ist so ein schönes Schild. Ja, das macht so viel Damage, wenn die Gegner dich hauen. Aber das hat er weniger Leben. Ja, ich hab diese Bubble, ne? Ah, die, was, die ist Bubble, das ein normales Bullet Hell Hack und Slash oder? Ja, das ist ein Action-RPG, so als Border-mäßig, ne? Ich erinnere an Castle Crashers. Ja, so ein bisschen. Also Castle Crashers mochte ich nicht. Aber Castle Crashers ist nicht so. Da kannst du nicht so viele verschiedene Sachen. Hier kannst halt wirklich gut ausweichen und. Machen wir weiter? Ja, ist skill-based, wirklich. Also ist so ähnlich wie ich finde wie Borderlands, aber halt als Brawler so, könnte man sagen. Also bis jetzt von den allen Menüs jetzt her auf jeden Fall. Ich mag Borderlands nicht. Also bei Borderlands gibt es natürlich noch ein paar Sachen, das ist First-Person-Shooter. Das ist Borderlands! Ja, aber die, so das mit Equipment und so halt, das ist so. Die Menüs sind schon irgendwo so ein bisschen. Du hast halt verschiedene Charaktere, 4 Stück, die verschiedene Sachen. Die wirklich unterschiedlich aus sind, ja. Borderlands auch. Spielen sie halt alle unterschiedlich, wirklich. Komplett. Die NG habe ich kaum gespielt bisher. Aber alle anderen drei habe ich viel gespielt. Und ich habe eigentlich nur einen Hammer-Typ gespielt und NG ein bisschen. Du hast den einfachsten auf jeden Fall, den Hookshot. Wo du einfach unbesiegbar kurz bist, ne? Heißt. Ich fand jetzt den Dodge besser. Also der ist auch richtig gut einfach. Aber ich mag den Hookshot halt einfach. Aber jeder hat einen. Ja. Du bist doch wohl klein, aber ich gelb bin, weil ich zweimal rot. Ja, das gewohnt ich ist, immer ja. Rot an. Obwohl ich ja gelb bin jetzt. Ich finde auch die Farbe. Also, ich finde es interessant, dass die Farbe nach dem Charakter gewechselt wird. Später haben die auch noch verschiedene Schilde, die durchswitchen. Ne, die wechseln einfach. Ja. Das erste rote Schild, da ist ein grünes Schild. Oh, wir sind echt gut. Locke sie. Na, mein Tod. Ja, Fritz, ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall. Das ist richtig Untergang, das Spiel, auf jeden Fall. Dafür, dass es so gut ist. Ah, fuck. Yep. Ja, das Spiel ist überhaupt nicht angekommen auf Steam. Obwohl es von den Machern von Rogue Legacy ist, das relativ viele kennen. Wir sind echt schlecht, Jungs. Man muss gucken, sobald einer down ist, müssen wir selber gucken, dass man nicht stirbt.
keinen Fall leicht spielt, weil wir sind auch beim ersten Boss schon gespoilert, ne? Was wir gespielt haben. Nein! Könnt ihr auch erstmal am Boden liegen lassen, bis die selber Prozent haben und dann zum Rätz gehen. Oh. Na, du überlebst das. Ja, nice. Nice. Weg. Oh. Lass mich erstmal auch so Prozent fahren. Nice, danke noch. Oh nein, aber noch nicht. Oh, wer lebt noch? Ich dachte gerade, ich hätte. Ja. Versuch das Nachbar-Gap zu retten. Nice, man. Na, alle leben wir. Also. Ist für Noobs, die nicht speedrunnen, haha. Geld! Cat food made from 100% cat. Oh. Okay. Cat food. Erster Boss jetzt gleich? Oder ein Level noch? Oder erster Boss kommt jetzt? Link. Die Katze aktivieren. Catfood aktivieren. Du kannst ja wieder was aktivieren. Aber jetzt haben wir die Katze, die bringt, glaube ich, relativ wenig. Aber die ist irgendwo da jetzt. Ach, das habe ich noch nie gemacht. Was? Diese Bombe gelegt. Die Bombe? Y ist auch was, ne? Ich hab komplett vergessen, was Y auch was ist. Das war gut, die Bombe. Ja, damit kann ich eine Mine legen. Also machen wir noch eins? Boah, klar. Ich glaube, das und da kommt der Boss. Könnte auch machen eigentlich. Wo, was? Welches? Unten, ja. Was? Oh. Ja, der hat alles. Piepup, piepup. Ha, ausgewichen. Sorry. Ich meine, habe ich natürlich gehofft, aber bleib hier! Der blaue. Und ganz in die Mitte. Der blaue, den kann ich keinen Schaden machen, aber ich würde dich gerne aufheben, aber ja, das geht nicht. Ja, dann wird es immer richtig hektisch, wenn du ein Schild von irgendeinem fetten Gegner hast und der Typ ist ja tot, dann kannst du schnell richtig hektisch werden. Und leider können dort keine 1 AP-Gegner stürmen, da muss man immer einen Hit machen.
Aber Hasbro ist ein Pokémon nicht, auch wenn du den Kampf überlebst und dann nicht mehr zum Pokémon Center kommst, weil dein letztes Pokémon vergiftet ist. Das ist noch einer, der gehört ja gar nicht zu uns. Der ist keiner von der Crew. Hab auch geil gesehen. Ja, ich dachte, der gehört zur Gang, aber irgendwie nicht so. Du kannst, glaube ich, über die Zäune springen mit deiner Sprungattacke. Mal probieren. Ja, gut, du bist. Oh, ja, davor das schon. War sehr schlau. Kommt er rein? Nein, kommt er nicht. Ups. Ah, oh, nein. Naja, oh, da waren noch Schüsse. Nee, eingepennt. Willkommen zurück. Ha, ich bin geflogen. Schlafen. Gut, dass er nicht gestreamt hat. Das hätte schon wieder die Nacht durchgemacht, Zeit. Es scheint echt spannend zu sein, wenn die Leute sogar schon einpennen. Nee, Saito hat so einen anderen Schlafrhythmus, das ist normal bei dir. Er schläft dann so tagsüber, aber macht dafür die ganze Nacht durch. Ich hab doch gecountert. Kann ich auch einfach hier stehen bleiben und warten? Das ist eine von der eine muss es doch machen, wenn ja, wo müssen wir überhaupt hin? Wo geht's denn rechts? Rechts oder oben, oder? Was, dann wollen wir uns einfach den Weg folgen. Ja. Dip, dip, dip. Shield Break. Du hast Haste drin, ne? Nur Pitz. Da sind die passiven Fähigkeiten halt manchmal ganz gut bei solchen Stellen. Das ist mit Haste verbunden, okay. Ja, ja. Nein. Haste ist halt für solche Sachen echt kaputt. Warum kann ich nicht retten? Nein. Weil die ganze Zeit Slow-Mo ist. Das krieg ich einfach mal rein. Komm mal hier um die Ecke. Oder wir sterben uns einfach durch, das geht auch. Muss halt einer da sein, muss ihn beleben. Alle, die sollen echt im Kuscheln. Oh nein, oh. Zu früh rausgegangen. Oder Schilddash oder sowas ist auch hier ganz gut, damit du schneller bist einfach. Bin durch. Ja. Müssen das alles schaffen oder? Nee, nein, da reichst du jetzt. Okay, tschüss. Tschüss. Nimm mal einen Sprung. Bist du mal alleine? Machen. Die anderen gehen ja durch die Wälder. Shortcut. Ja, irgendwas. Die Sonne scheint die ganze Zeit auf die Flasche. Ach, das war der falsche Weg übrigens. Was? Ach, wir sind das war der Bonusweg. Das war der falsche Weg, ja. Ich wusste es aber auch nicht mehr jetzt. Was? Runter oder was? Wir konnten am Anfang hier abbiegen, da hätten wir abbiegen müssen. Was? Das ist der falsche Weg? Kannst du nicht glauben. Danke. Hast du gut gemacht, Mario-Fan. Kriegst einen Lob. Weil er den Fall rausgeschnitten. Wäre lustig, wenn ich jetzt doch ein Heiler-Video packe. Und dann zoome. Okay, ich habe gerade nicht gekriegt, den war ich doch nicht. Ich habe überlegt, was ich darauf Schlagfertiges antworte, aber. Das ist mir nicht eingefallen. Richtig. Der Blick hat gereicht. Hier ist ein orangener Tipp. Ich weiß nicht, bei diesem Spiel habe ich halt bei der Übersicht das Problem. Ich weiß immer nicht, ob das ein orangener Typ ist oder mein Mate, der orange ist. Nein. Oh. Tschüss. Wenn, also ich habe kein Schild, also die Schilder sind ja die Gegner. Ja, ja, aber wenn ich das nur so aus dem Augenwinkel sehe, ich meine, ich konzentriere mich natürlich auf meinen Typen. Ich denke, wenn wir das Spiel gerade spielen und es vielleicht zu viel spielt, deshalb kann ich mir vorstellen, aber es kommt mal ganz gut rein. Also zweit war es sehr übersichtlich. Hast du das mal gespielt? Kurz, oder? Ich nicht, ne? Kurz, was mal? Ja, also ich nicht. Ich weiß, dass Sie das immer noch mal spielen wollte zu drin. Sollen wir irgendwann nochmal machen? Ja, okay, okay, ich mach mal. Na warte, das ist ja noch einer mit dem Schild. Hat kein Schild mehr. Orange! Ja, sorry. Tja, ich meine, ich habe gut getankt, ich stand in der Ecke. Nein, ich schmeiß ihn einfach auf meine Dinger. Direkt. Direkt.
Oh, das ist genau, die sind witzig, ja. Die sind, glaube ich, witzig. Da springst du richtig weit. Ja, das sind, glaube ich, diese Supersprung. Oh. Late at night. Keine Cutscenes. Wir speedrunnen schließlich. Hebt ihr ein bisschen Geld auf, Link. Damit du dir die Slippers kaufen kannst. Oder kauf die zuerst. Hier, die Hose da, oder was? Ja, genau, die müssten das sein. Ich kenne die nicht über. Deep Strike is now Dive Bomb. Okay, das heißt für mich. Piu! Ja, ist auch eine riesen Hitbox einfach, ne? Macht halt wenig Schaden, aber alle Gegner fliegen hoch. Und wenn du Gegner in der Luft triffst, also jeder, glaube ich, macht es, glaube ich, mehr Schaden. Bisschen jedenfalls. Hm? Ich glaube, wenn man Gegner in der Luft trifft, macht es mehr Schaden. Genau, wenn die in der Luft sind und ich zum Beispiel als Sniper den in der Luft abschieße, dann gibt es da so Bonus-Damage. Die Katze. Weil ich kann auch ein Slow-Mo machen als Sniper, und dass es dann wirklich möglich ist. So, machen wir noch eins, oder? Ja, klar, oder? Ja, Zeit ist noch. Stunde, oder machen wir, oder? Anderthalb war geplant, ich will jetzt ein bisschen hinterher, aber könnte, erste Level könnte machen, auf jeden Fall. Okay. Dann nehmen wir mal. Ja, ich war mir nicht sicher, wie lange geplant war. Ich will ja nicht mal. Ich glaube, anderthalb waren geplant. Ein Meriomeka verpassen. Oder zwei sogar? Weiß ich nicht. Du hast doch, ihr habt doch alle vor euch liegen. Anderthalb. Ja. Nee, die erste Welt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die letzte Level, dann der Boss. Ja. Wuhu! Scheiße, das sieht doof aus. Ah, doch, das Spiel hat was. Tatsache, mein Y-Schuss verbrennt jetzt gegen mich. Hast du den Hochsprung? Ja, hat er. Müssen wir mal gucken, dass wir die Combo machen. Wenn du die in der Luft schickst, dann mach ich mal Slow-Mo an und die hauen die in der Luft weg. Es gibt halt einen Sniper im Spiel, oder einen Superschuss im Spiel, der macht nur Schaden, wenn du gegen in der Luft triffst, zum Beispiel. Dann also läuft die doch nicht durch. Dann macht die einfach, sonst macht die gar keinen Schaden. Aber die ist halt richtig schwer zu spielen damit. Aber du kannst zum Beispiel mit der Mine oder sowas halt auch Gegner in die Luft schieben. Gotcha. Ah, nice. Ah, jetzt könnt ihr auch Level-Ups machen, ne? Das Equipment. Ja, das Equipment, das du anders kann, ableveln. Oh Gott. Bringt einen quasi dazu, das dass, war man, es war nur, dass man quasi unterschiedliches Equipment auch nehmen das muss. Das war halt wirklich als die Welt gerade gedacht. Oh. Das Gute beim Sniper ist, du kannst die Bomben halt auch sprengen, während du halt rettest zum Beispiel. Das vergesse ich mal, diese Bomben und hoch. Zu legen. Und du kannst sie auch sprengen, während du rettest. Das ist ganz gut manchmal, Gegner zu irritieren oder ein bisschen Platz zu schaffen. Vanilla Ronilla, was? Das ist meine Schuld. Und du stehst dann und deckst einfach? Ja, warum nicht? Kann ich darüber? Oh. Ja. Ha! Laufen ist für Noobs. Oh ne, da war ja Gegner. Ich bleib einfach hier unten stehen. Ich glaube, du musst auch mitgehen. Ich komm eh nicht mehr hoch. Ja. Und jetzt? Nein. Weiß. Das zeigt den Weg. So, könnt ihr mal reviven, da war was. Ja, ich war da auf Block konzentriert. Alter, ich bin gegen die Wand gewalt. Wir können die durch Wände schießen. Ach, danke. Ja, cool, ich bin Blau, du musst es weg. Wer ist nochmal blau? Ist der dran? Er ist ja gerade über den Zaun geflogen, das wusste ich noch gar nicht. Achso, hier geht noch einer. Fuck. Kannst du nicht einfach nach oben gehen? Hoffentlich. Kannst du durch. Aber wenn du am Boden liegst, kannst du auch so lange quasi. Ja, ich kann jetzt da hinkriegen. Ja. Dauert halt ewig, ne? Krumms. Du kannst ihn auch retzen. Zu Will, ich komm jetzt zu Will, ey. Oh nee. Komm immer, komm immer. Ja, und dann stirbt er gleich wieder am gleichen Schuss, oder? Gerade ich noch retzen? Nee, jetzt nicht mehr, nee. Ich hab doch gesagt, es sollte auch schon sein. Und Sprung! Ich mach das total gerne.
Das Spiel hole ich mir auch nur, um zu springen. Gesundheit! Oh Mann. Ich glaube, so einer kleinen Area ist richtig übersichtlich, das muss ich schon sagen. Welchen Charakter spielt man denn bei Speedruns? Sniper, oder? Sniper ist der beste auf jeden Fall vom Damage. Und ein Tank, ne? Und ja, ich hab Triss, also den blauen benutzt. Die blauen benutzt. Okay. Also ich war einer von denen, man hat auch mal beide Tanks benutzt. Kombo, Nahkampf-Kombos gemacht. Ach ja, wir gucken ja keine Kiste. Aber Sniper einfach besser Charakter. Wieso? Wegen dem Damage oder? Ich hab einfach Bock zu spielen, tatsächlich. Ja, ich mag den Hammer-Typ auch, also. Weil das Counter ich finde den Hooks halt genial. Counter noch Flux. Elektronen noch klauen. Oh. Ich bin der festen Überzeugung, meine letzten Worte werden entweder oh oh oder oh je, falls ich mal sterbe. Oh je, Mini. Herrje. Oh, Jung. Hey, Piolo. Danke für den Rostag. Zack. Ich kann halt auch direkt einfach in Luft treffen, das ist nicht nice. Das sind halt richtig einfache Gegner mit Sniper zum Beispiel, finde ich. Welche, die diese rote gedeckten Roboter. Grün! Aber es sind halt manche Gegner sind einfach richtig gut mit manchen Charakter, manche richtig schlecht. Den einen habe ich jetzt. Wenn du schnelle Gegner hast, oder also einen blöden Sniper, die kannst du die kontern eventuell. Ja. Der schaut es auch gut auf, finde ich. Alle tot? Nein. Geben oder was will der? Nee, ich meine davon hast du auch noch einen. Nee, der ist da draußen. Okay. Ja, du rettest. Oh, danke. Alle gerettet. Der Restmann. Ah! Oh. Der kam selber mit seiner großen Spritze. Genau. Das Sniper einfach dabbt. Achso, mit der. Ja, man sieht nur den. Man sieht nur den Arm der Sniper und so. Der steht immer so. Du hast den Drip so gewirkt. Ab jetzt würde man skillen, erstmal leveln. Wie wäre das Mario Kart? Aber der erste muss permanent dabben und dabei fahren. Später in der Nacht. Nichts passierte. Muss auf jeden Fall nochmal zum Schrank gehen. Ja, schon bevor ihr jetzt Skills kauft auch. Weil warte, wenn Skills kaufen. Weil es gibt Discounts. Ah, Discounts. Und deswegen war es jetzt mal mit Sachen kaufen auch. Ach so. Ich wollte schon fragen, ob das nur für den Timesave ist. Weil nee, für die Sachen, die man kauft, kriegt man jetzt Discounts und spart Geld bei den nächsten. Und deswegen kauft man bis zu dem Level jetzt einfach nichts. Deswegen ist das Level auch echt schwer. Sven, ist das hier gut? Was? Carplant? Ich finde es super, aber du bringt dir nichts, wenn du keinen Enterhaken hast. Ja. Dann bringt dir gar nichts. Ansonsten kannst du halt die Minen legen, ohne halt überhaupt was zu machen. Außer die Taste. Ups, Entschuldigung. Also wenn du Haste benutzt, ist es unwichtig. Und hey, Hookshot ist auch relativ schwer zu benutzen. Also Haste ist auf jeden Fall einfach. Haste ist easy, wie sonst was, ja. Und in manchen Situationen auch schlichtweg besser. Boss time. Boss. Kommt vorhin ein Level vorweg, ne? Oder nee, nee, das ist direkt Boss. Das war das Level vorweg. Meteora. Post. Puff. Also alle tot. Furries. Er ist da offen gelandet. Welcome to Meteora.
Trash Mobs, das ist wirklich ein RPG. Man muss die nicht besiegen, aber das, man sollte es wahrscheinlich machen. So mal am Anfang, wenn man so viel AP hat. Ja. Später kann man ja vielleicht looten. Na, ich hab nicht aufgepasst. Ja, aber der Boss hat also Leisten, also Striche an der KP-Leiste hat, dann spawnt er wieder neue Gegner. Wir müssen nicht unbedingt direkt retzen, ne? Weil man fahren doch Prozent, wenn man da liegt. Help! No! Wow! Gegner, wenn man mehr Leute sind. Wir stimmen da, ja. Wahrscheinlich einen pro Person, ne? Ich glaube, das habe ich sogar mal gelesen. Das war auch nicht anstrengend bestimmt, wenn das irgendwie die ganze Zeit spammt. Aber dazu kann ich ja nichts sagen. Weil das kann ich auch. Oh, keine Lust mehr. Wieso kann ich den denn nicht mit meinem Sprung hochschleudern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, so leicht ist mein Hammer nun auch nicht. Ja, die Text hier. Autsch. Mach die ganze Zeit den Kampf Sanitäter. Letzte Trash Mobs. Ja, jetzt kommen die dicken Mobs, ne? Komm. Jetzt weicht doch nicht aus! Aber hat er jetzt nur drei gespawnt, weil ich in der Zeit besiegt worden bin? Ich glaube mehr als drei sind auch fies wahrscheinlich. Oh, hallo Zorgo. Hey, yo. Hallo! Ja, ich hab voll getan. Alter, richtiges Retro-Elite-Treffen. Mal aufpassen, ne? Quasi einer lebt, fast alle tot. Ja, aber beide wenig KP. Zwei leben noch. Einer lebt. Jetzt wird's knapp. Warte, bis einer High Prozent hat. Ja, da unten. Ah. Der ist zu low. Oh. Ist okay. Ich hab zu viel Angst. Schild, der kann schneller rennen. Ich hab gleich sie. Ich will weg. Nice. Oh, nee. Danke. Ich darf den Boss nicht an, sondern nur die Minotauren. Die sind fast da. Ich bin jetzt auf 90 gleich. Ich kann nicht anders. Ich bin fast voll. Pass auf, dass der Boss dich nicht wegcharge. Hau erstmal ab. Okay, ist okay. Die Minotauren sind alle weg. Jetzt wird wieder Trash Mobs sind down. Ja.
Nein, 90. Ich guck, dass er dir das ausweicht, aber ansonsten geht's. Ich bin tot. Ich hab 99. Jetzt. Ja. Die Bombe kannst du sprengen, Flo. Danke. Gut ausgewichen. Komm. Ich schieße ihn weg. Ja, bitte gelöscht. Dieser Sprung, ich mach echt Sprung locker besser Move. Der Drehattack ist super verpasst. Ja, genau. Hier jetzt. Naja, ja. RE-Besprechung, Samstagabend. Sonntagabend, meine ich, Entschuldigung. Oh nein, nein, ich kann zu nah rein. Spin. Spin to win. Crash. Spinnen! Dutz! Nice! Good job! Geld! Easy Welt 1, locker Weltrekord. Das wäre eh schlecht. Vorplayer Weltrekord auf jeden Fall. Sofort geschafft. Wirklich? Das hat noch keiner Vorplayer gemacht, glaube ich. Soweit ich weiß. Lasst mal einreichen. Ganz einfach. Es geht ja noch länger, das Spiel. Ich weiß. Also, das sind 5 Lab-Welten. 5 Welten, das war jetzt ein. Ja. Ich weiß gar nicht, ob schon wer die normale KDN-Person gemacht hat. Wenn du halt nur die Mission machst, das ist halt kurz wahrscheinlich. Sonst haben wir alle immer 100% gemacht, auf jeden Fall. Was ja kaum mehr ist. Wenn du weißt, wo die ganzen komischen Secrets sind. Achso, ich muss ja. Ups. Trophy. Mario Maker. Ja, hoffentlich. Was? Party Kenner Party. Mario. Ich bin aber noch ein Level zu machen, aber. Wir müssen jetzt alle hier zugucken und Brötsch stellt da drüben schon mal ein. Funktioniert nicht. Ich will aber. Was? Aber man kann auch genau, man kann Musik machen. Ne? Hey, jetzt gibt es Instrumente von dem Boss, ja. Wie macht man das? Da muss man hier eins nehmen. Das ist ein Instrument von R, T. Da gibt es natürlich schon auch ein Rätsel irgendwie mit. Ne? Mit allem, was du irgendwie im Spiel siehst, gibt es quasi ein Rätsel. Aber mit diesen Kartendinger gab es immer noch nichts, ne? Mit mit hier Spades und Diamonds. Die haben doch alle überall, auch jeder Charakter hat doch so ein Zeichen auf der Kleidung. War das auch irgendwie was? Nee, aber das haben wir mit ihr überlegt halt die ganze Zeit. Jeder Charakter hat irgendwie eine Karte auf sich drauf. Aber da war halt nichts mit. Das war das Beste hier bis jetzt. Was ist hier? Ich möchte nicht wissen. Das könnte ein Secret sein, wenn du da so stoppen kannst. Muss nicht sein. Aber du findest den Hinweis, was du dann machen musst, nur irgendwo im Spiel. Irgendwo random im Level, das auch noch versteckt ist, oder sowas. Es gibt halt eh Sachen, da wirst du nicht drauf kommen, aber auf die meisten Sachen kannst du halt echt irgendwie kommen. Also anders als bei so Sachen wie The Witness. Falls ihr das kennt. Nur vom Namen. Ach, The Witness hier mit von, wie heißt der, ne? Das ist nicht von dem hier, der Braid gemacht hat. Haben wir jetzt ein neues Hauptquartier? Ja. Ja, genau. Das ist das gleiche, aber in grün. Na, wenn das so ist. Der Hero. Die Welt geht unter. Ja, genau, das Szenario ist so wie auch welches untergegangen. Und man muss die jetzt mal aufbauen. Nee, holy Baloney! Holy Baloney! Ich bin quasi im Krieg überall. Es wird um die Weltordnung gekämpft, ne? Ja. Und jeder Boss ist quasi einer, der die Weltordnung. Was ein Minotaurus ist, der. Jeder hat eine Submiss. Regierungsform. Ja. Minotaurus ist, glaube ich, der einfach Diktator, ne? Diktator, und der ist hier der. Auf Entwicklung geht. Ja, aber hier
Und für was kämpfen wir dann? Das kann man hier, das kommt in der Story dann raus. Man kann das sogar entscheiden, wer quasi dann die Regierung sein soll, die neue. Diese kleinen, die sind als Sniper doof, ne? Ja. Wenn der, die Bomben sind da halt gut, oder? Hier, die Hammer, die ist gut, die kann dann drehen hier. Der Spinner ist super, ja. Der Schildtisch ist auch super. Spin mit to win! Tschüss. Ja. Generell alle anderen drei Charaktere sind gut dafür eigentlich. Hier Jungs, nur Spin to win, ne? Ja, bei dem Angie glaube ich, je nachdem welche Waffe er hat. Stimmt, ja, wenn du wenig Schüsse hast, Waffe hast du das. Komm mal schon! Spin to win hast du nicht gerade? Also Jump hast du auch hier. Puff. Bing, bing, bing. Oh no, ja, Flo, mach mal. Arsch. Sniper. Oh nein. Sniper-Runde. Bombe, auf jeden Fall. Sniper-Runde. Warum alle? Das ist gleich so eine Runde. Ich glaube, da kommt jeder Charakter durch, oder? Aber auch direkt wieder, nachdem man gesagt hat, die sind als Sniper doof, ne? Ja, so ist es. Mensch, halt. Dark Meta Knight haben wir die ganze Zeit durchbekommen. Edgelord. Und tot. Das haben wir nicht einmal verloren, Dude. Wir sind alle noch ein bisschen hier dran. Mit Sniper diese Ringbombe, die später ist halt sogar noch. Ich hab den doch getroffen. Aber du hast dann schon die schnelle Sniper, also das geht damit, ne? Ja, aber ich schieß daneben halt. Ja, gut. Obwohl ich dachte, wenn du da jetzt noch so einen langsamen Sniper hast, dann bist du da richtig am Arsch. Ja, das glaube ich. Die findest du, glaube ich. Die richtig langsame Sniper findest du auch. Die gute Nachtriffe. Aber die ist auch gut, halt vom Damage. Die ist halt richtig gut. Und wenn du jetzt noch diesen Trick mit dem Hookshot machst. Good Day ist die schnelle und Good Night ist die langsame. Ja, gute Nacht heißt die. Gute, heißt die sogar die heißt Nacht in Englisch? Die heißt in Englisch gute Nachtriffe. Ah, okay. Und das andere ist Good Night und die anderen haben auch wieder andere Sprachen, glaube ich. Ach ja, die haben immer alle Sprachen. Okay, kontrollierte Sprengung. Aber den Sniper auf jeden Fall. Kontrolliert. Kann ich die in die nein, vielleicht nicht, schade. Wenn ihr eine Invulnerable-Fähigkeit habt, dann könnt ihr die Bomben damit triggern. Ja, das kann sich auch so ganz nah Kampf angehen. Ups, aber das war jetzt doof, aber es geht muss man nicht extra voll machen. Es geht voll klar. Ja, kannst du lieber Gegner besiegen wahrscheinlich. Aber ja, kann man machen. I just can't get him. Kontrollierte Sprengung. Geld! Ja, du hast den, du hast das nicht. Paste, aber natürlich werden geht natürlich auch. Rechts, glaube ich. Dead End. Das ist eine Sackgasse. Eins ist aber, das ist auch mal ein Trollwagen. Manchmal ist es auch einfach der andere Weg. Ich glaub, nein, nein, ich vertraue dir. Ich glaube, das war ein oder zweimal im Spiel, aber trotzdem. Oh Gott. Als Krabbeln kannst du, glaube ich, auch die Minen triggern. Also, wenn du irgendwie nützlich sein willst. Kannst du auch an oder damit lumpen. Theoretisch. Wenn einer da gerade in der ist, dann haut er. Ja klar, der kriegt ihn ja weg. Hallo. Not Bob. Bob. Das ist nicht Bob. Not Bob. Aber das ist bestimmt ist ja, Bob. Ja, das ist Bob. Das ist Bob und das andere nicht. Da ist es Kirby, hätte doofe Namen für Bosse. Der Bam Squad. Warum verbringen wir eigentlich nur irgendwelche Squads? Naja, ja, irgendwie Spezialarmee züchten und so weiter. Ja. Ist das Call of Duty oder was? So. Dass jeder seine eigene Privatarmee hat. Ganz viele Bobs. Aber guck mal, wenn man kaputt ist, kann man auch die Bomben triggern. Hat er vorhin gesagt. Achso.
glaube, sie hat echt keine Lust mehr auf uns. Der will einfach nur, der will einfach nur, dass diese schrecklichen Game Break Days endlich vorbei sind. Ich bin hier zum Spiel, nicht zum Interagieren. Das ist serious business hier. Ich will eigentlich nur die ganze Zeit hier sitzen und Celeste reden hier. Den ganzen Tag Celeste Lots of Berries. Lots of Berries. Lots of Berries runs, genau. Den ganzen Tag, nichts anderes. Alles, nee, alles nicht anders. Nee, nein, eine hat mir gefehlt. Eine. Waren ja Lots of Berries, das wäre ja eine andere Kategorie gewesen. Ja. Richtig. Hopp, hopp. Jetzt habe ich kein Leben mehr. War er denn tot oder wie viel? Ja. Achso, oh. Kill lieber die roten Schilder da. Ich geh jetzt. Oh. Ich finde schön, wie sich das ganze Geld unter mir gerade gesammelt hat. Quickshot. Das glaube ich ganz gut. Na, 5 vor. Quicker and slicker. So, oder Webner. Wenn man nicht spielt, dann bringt das halt nichts. Da habe ich ja egal. Ach, hier nach rechts wahrscheinlich, ne? Auch Grapple. Glaube ich. Ne, ist auch noch nie. Das sieht aus, als wenn du das Level hättest. Gunner's Cave, das ist auch ein Dodge Level. Was ist das? Achso, nee, das ist auch ein Level, ne? Das ist Dodge Level, glaube ich. Na, dann machen wir das jetzt noch und dann ist. Ah. Sales Cola. Ja. Das ist, glaube ich, eh die ganze Zeit, ne? Merio Zeit. Ja, gut, kann man. Ja, dann. Ich hab's vorne gar nicht. Mann, mein. Nein, mein Jump bringt gar nichts! Oh, oh Gott, ich hab Angst hier zu stehen. Ich meine, da ist immer ein Schild, aber das ist gleich kaputt. Jetzt ist es kaputt. No, 96. Das ist nicht wahr. Ich glaube, erst wollte ich das Schild auch mal nehmen, dieses mit, was Damage macht, aber das habe ich dann da heute doch nicht mehr genommen. Weil das einfach zu kurz hält. Mit einer, aber ist gleich Ende, glaube ich. Warte einfach stehen, bleib einfach stehen. Und warte auf die andere. Ach so, ja. Kannst du nicht stehen. Ja, da kann ich stehen bleiben, sehr gut. Jetzt sehen wir 99, nicht mich. Kannst alle rennen. Das. Ja, ich renn's hier einfach durch. Komm, meine Kleinen. Ja, kommt, ich warte hier. Der Bus ist sehr, sehr dran mit seiner großen okay, Spitze. Leider. Weil die schießen ja jetzt diagonal. Ich bin schon wieder schon. Oh. Und kaputt. Oh, kaputt. Aber jetzt schießen sie von der anderen Seite. Ich hab doch kein räumliches Denken! Bleib doch einfach. Ja, ich nehme wieder. Ich hab Angst hier zu stehen. Schild dich. Keine Ahnung, falls du nach vorne lässt. Und wieder tot. Und das war's. Plus da. Oh. Jetzt der Frame, wie wir mich erwähnt. Ja, also. Ja. Nein! Nein! Oder nee, ah. Kann ich da stehen? Ich hoffe, einfach mein Ende ist. Ja. Die Map hier, ne? Wisst du. Da kommt lass mich vorbei! Ihr seid durch, glaube ich, ja. Ich renn einfach durch die Schüsse. Ich brauch bitte nicht noch eins.
Jetzt kommen sie von unten. Von geradeaus so. Kritische Nachrichten. Das sind die Tipps quasi für die Secrets. Toll. Und Rosettenfragment. It looks like Gibberoni to me. Wow. Ach, man kann Stages theoretisch farmen für mehr Geld. Ja, ja, man kann quasi, wenn man der Boss so stark ist, dann. Da kommen noch richtig krasse Boss an, ne? Das Level würde ich jetzt noch sagen. Ja. Das ist ja nur ein Story-Level. Okay. Also noch ein richtiges Level oder Schluss? Nö, nee, könnt ihr euch machen. Das ist ja nur ein kurz. Ja, stimmt. Ist ja schon quasi zu Ende, glaube ich. Sowieso nicht weiter, aber Geld! Oh. Das ist eine Story-Barriere. Da haben wir auch schon alles probiert gehabt, einmal erst beim ersten Mal gespielt haben, glaube ich, ne? Weiß ich gar nicht. Haben wir nicht irgendwie versucht, das hier durchzukommen, aber wir dachten, da ist ein Secret und so weiter? Stimmt, ja. Ja, gutes Level. Ja, das sind inzwischen also, immer so Story. Machen wir jetzt noch eins, oder? Ja, einfach noch ein richtiges. Und dann Mirio. Mario wird eh nicht so lange dauern. Mario Fanmaker. Mario Fanmaker? Das ist auch gut. Da wieder am Dabben. Das hättest du oben als Bild fürs Layout nehmen müssen. Mich wundert das Bild fürs Layout gerade, dass das im Layout tatsächlich eine Zigarette ist. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist echt nicht? Ich dachte, das war ein Scherz mit. Das ist doch ein Lolli. Es ist ein Lolli, das sagen sie sogar in der Story. Ja, das stand gerade auch schon mal im Tipp drin. Aber da ist es halt echt eine Zigarette im Bild. Das muss ein Fanbild sein. Aber das ist für jedes Spiel ein eigenes Bild. Gut. Für die 16:9 Bilder, weil da so die Plattform ist. Hab ich auch einen Chat reingepackt da oben. War so leer irgendwie. Da bin ich, ups. Mario Maker kommt danach. Mario Maker ist nach diesem Level. Also gleich. Ja, ich dachte, die Minotauren-Männer haben wir platt gemacht. Was sind das jetzt hier, die Versprengten? Das sind die nicht ins Fitnessstudio wollten. Stimmt, hat Mario Fan eigentlich gesagt, was Ben Eiser hatte? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass die Eisdiele von 13 bis 22 Uhr auf hatte. Das habe ich mir gemerkt. Aber jeden Tag. Hast du das gesagt, oder was? Ja. Oder macht er selber deinen Dienst? Er hat ja gesagt, dass seine Eisdiele ist. Meine Eisdiele, hat er gesagt, ja. Also, jetzt kommen die besonders schön die Kontertypen? Ja. Essen? Eis? Ich habe hier nichts im Roten. Rotes Schild hier. Der Dude da unten. Okay, jetzt hat er uns erzählt, was es war. Kinderüberraschung, Kinder Bueno und Mars mit Sahne. Als Eis? Ja. Was? Das sind ja alle Ferrero-Sorten, die es gibt. Natürlich, wer ist down? Grün und blau. Wo laufen Schildtypen rum? Grün, blau, rot. Jetzt wieder der rote. Ja, alle tot? Ja, jetzt ja. Jetzt hier, wir gucken hier in der Ecke rum. Wer hat schon 1,5%?
Ja, ich bin oben. Ja, ihr beiden, ne? Oben. Oh, nein, sehe ich. Hey, ist das denn? Du hast gar keinen Haste gerade, oder? Ich hatte es genutzt, um einzusetzen. Achso, ich dachte, du hast gerade schon geschaut. Danke. Ach, du bist nach Holland gefahren, extra für die Eisdiele? Was? Ja, das hat er geschrieben. Ja, ich sehe es, aber... Okay. Der wohnt anscheinend an der Grenze, also... Aber es liegt noch nicht in Holland, es liegt nur an der Grenze zu Holland. Der steht geschrieben in Holland. An der Ach, Grenze. In Holland. Ah, also, okay. Ja, okay. Nämlich an der Holland. Aber vielleicht auch anderes Eis, ne? Leider nicht an der dänischen, deutschen Grenze. An der Holger quasi. Danke, Hack. Oh Gott. Grüner links. Rotmann hinter uns. Rotmann vor uns. Rotmann. Ja, der Rotmann. Rotmann und Grünfried. Wenn der Bäcker wird, dann ist der Brotmann. Lol. So. Ah, oh, nee, schon wieder. Wer ist blau? Also Schildmann? Blau? Serdra, du bist nicht der Held, den wir verdienen. Hä, warum? Was hab ich denn gemacht? Weil du gerade mit einem HP reingestürmt bist, um mich zu retten. Ja, und? Da war eh gerade kein Gegner. Ah, oh, diese Kacke. Hui! Und tot. Bayern ist doch Deutschland. Ja, dachte ich auch. Da hast du aber alles dran gesetzt, um zu sterben. Das war mir zu gefährlich. Keine Miene. Wenn da einer auf einer drauf geht. Nur leben! Was dann Holz? Furries. In der festen Überzeugung des Spiels ist viel lustiger, wenn man einfach einen Mod installiert, der alle Furies durch Furries ersetzt. Ich bin aber nicht als Rosa Gold Baby Peach. Rosa Gold Baby Katzen Peach. Und Knuckles. Ach, Konterheinis, die hasse ich. Sniper. Die greifst halt einmal an und dann kontern sie. Und dann musst du eigentlich dodgen oder irgendwie sowas. Die extrem nerven. Mit dem Konterheini sind die ganz gut. Wenn du halt die angreifst, die kontern dich, du konterst. Das geht dann geht's gut. Hin und her. Ja, ja, dann kannst du angreifen nach dem ersten Mal. Oder im Schildschütze, die gehen ja auch ganz gut. Du musst halt blocken. Gleich Mario Maker. Machen wir ganz viel Mario. Es wird ja eh langsamer, schneller, also kürzer. Oh. Sehr wahrscheinlich. Oh. Ich so. Außer ich. Außer ich stelle mich wieder doof an. Je nachdem, wie die Levels kommen. Ist Chaos eigentlich da? Gerade im Chat. Oh Mann. Das ist echt nervig, ne? Ich sag's dir. Sniper sind die echt doof. Der muss halt irgendwie Haste ready haben oder sowas. Ja. Oder halt einfach einen Hit hacken. Das war doch so doof. Aber du dich doch mit den Schildtypen erstmal. Ja, Schild. Das ist ja mein Schild. Krass. Du kannst halt im Endeffekt auch abwarten, bis sie dich angreifen. Die konnte nicht ewig. Oh.
Dann geht das Level noch wieder fertig, oder? Willst du gleich mit in den Discord-Call kommen, Chaos? Aua. Weg. Das ist mir. Weiter, egal. Ist. Ah, da muss man ihn da gleich angreifen, ne? Am besten. Ah, gut, ist noch überlebt. Oh, Ernst. Nein! Chio. Geld! Ich hab Angst. Oh. Geld! Ich hab doch gar nicht den angehört. Ich bin da 50. Und auch mal der dann nicht bekannt. Oh! Oh, oh. Ich hab Angst. Chill das, chill das. Aber. No. Ja, ich hab geleertastet. Ich wollte weghüpfern. Orange, du hast noch einen Schildtypen, Mann. Oh. Ich schieße ja an, das Schild ist ja trotzdem nicht weg, ne? Woher mehr Treffer? Und dann hat er sein weißes Schild. Brauch eine gewisse Anzahl, ich glaube ein Drittel jetzt oder was. Oh, immer noch nicht weg. Jetzt, wenn er den dodgt. Ne, jetzt kannst du ihn gerade. Oh. Da oben bin ich. Geld. Eben jenes. Right. Kryptoschild. Complete. Yeah. Würde ich sagen. Jo. Was das hiermit, ne? Jetzt wird die Mayo gemaked. Mayo. Wie machen wir eine Mayonnaise? Also man baut sich eine Mayonnaisenmaschine aus einem Earth Crystal, 50 Holz und 8 Kuhn und dann packt man ein Ei rein. Nein. Da du Valley gespielt hast. Ich würde doch niemals da Valley spielen. Nein, nein. Warum ist der Chat jetzt weg? Das darfst du mich nicht fragen. Oh nein, was hast du gemacht? Wenn über irgendwas geschrieben ist. Der hat geschrieben. Gameback Days 2 war für Bridge. Oh, also, wie gesagt, du kannst mal in Discord reinkommen, wenn du Bock hast. Ach, Strom wäre nicht schlecht. Jetzt Mountain Dew. Oh Gott. Immer schlimmer. Ist das die Wii U? Ja, das war die Wii U. Was sind da? Ach, ist da gestoppt. Und die anderen sind egal, Chaos, oder was? Er sagt ja schon ein bisschen Discord. Ah ja, okay. Kannst du schon mal anrufen. Ist ja vielleicht einfach ein Game Rangers Discord oder sowas? Ja, ein Bridge Code ist gemacht. Hallo. Ja, hi. Hi. Mayo Maker. Mayo. Philippin! Müsst ihr mal im Stream sagen, ob Chaos zu laut ist oder nicht? Nein, ich höre mich gut. Okay. Maybe. Also wenn ich ordentlich reinspreche, dann hört man nicht. Alles klar. Menschen, die Streams gucken, mit denen sie selbst zu hören sind. Manche machen das ja.